was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Das ist der Kern unserer genossenschaftlichen Idee. Ganz einfach und ganz logisch. Und deswegen sind allein in Deutschland 20 Millionen Menschen Mitglied einer Genossenschaft. In Europa sind es 140 Millionen. Und weltweit sind sogar 800 Millionen Menschen von der genossenschaftlichen Idee überzeugt. Kein Wunder. Genossenschaften sind für alle ein Gewinn. Wir sind keine Aktiengesellschaft, für die der Profit alles ist. Wir Genossenschaften sind nur unseren Mitgliedern verpflichtet. Und nur unsere Mitglieder bestimmen, wo es lang geht. Jeder mit einer Stimme. Ganz demokratisch. In Deutschland blicken die modernen Genossenschaften schon auf eine über 160-jährige Geschichte zurück. Neben ersten Pionieren ist es vor allem zwei Männern zu verdanken, die ihre Visionen mit einer beeindruckenden Beharrlichkeit gegen Widerstände und Vorbehalte verwirklichten. Hermann Schulze-Delitzsch im Gebiet des heutigen Sachsen und Friedrich Wilhelm Raiffeisen im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz legten unabhängig voneinander Mitte des 19. Jahrhunderts den entscheidenden Grundstein für genossenschaftliches Handeln. Eine Zeit, in der durch Bauernbefreiung und Industrialisierung die zunehmende Land-Stadt-Migration zu sozialen Missständen führte. Gefährdete Existenzen, ein Kampf ums Überleben. Die Gesamtheit dieser sozialen Missstände führte zu einem entscheidenden Schritt: Hilfe zur Selbsthilfe. Hermann Schulze-Delitzsch rief 1850 aus Mangel an Kapital unter den kleinen Gewerbetreibenden den Delitzscher Vorschussverein ins Leben und gab damit die Chance für eine berufliche Neuorientierung. Interessengemeinschaften dieser Art gab es schon seit dem Mittelalter. Doch Hermann Schulze-Delitzsch machte mehr daraus. Das Neue ist nun, dass das auf eine theoretische Basis gestellt wird, dass hier gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, dass das letztendlich zur Unternehmensform wird. Wie Schulze-Delitzsch in der Stadt setzte im selben Zeitraum Raiffeisen auf dem Land auf regionale Zusammenschlüsse der Dorfbewohner. Mich fasziniert die Verantwortung, die er wahrgenommen hat für jeden einzelnen Menschen. Er wollte nicht das System umstellen, sondern Raiffeisen hat sich für jeden einzelnen Menschen in seinem christlichen Menschenbild fundiert gekümmert und wollte dort helfen, wo Not ist. Und das ist ihm beispielhaft gelungen. Auch aus seinen Ansätzen, wie dem Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte, entstanden tragfähige Zusammenschlüsse. Heutzutage bewahren und vermitteln die Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft das kulturelle und politische Erbe der beiden Urväter der Genossenschaft. Mit Begegnungsstätten, Museen und Imagekampagnen tragen sie entscheidend zur Erhaltung und Verbreitung der genossenschaftlichen Idee bei. Denn bis heute hat das moderne Genossenschaftsmodell in allen gesellschaftlichen Bereichen Fuß gefasst. Sogar schon bei den Jüngsten. Einer für alle, alle für einen! Schülergenossenschaften eröffnen ihren Mitgliedern erste Einblicke in konkrete wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange. Dabei werden sie wie reale Genossenschaften behandelt. Das Ziel? Werte wie Eigeninitiative, Teamgeist und Kreativität sollen das unternehmerische Denken und Handeln anregen. Eine optimale Grundlage für die Orientierung im späteren Berufsleben. Gemeinsam etwas schaffen, Ziele erreichen, sich sicher fühlen. So auch in den eigenen vier Wänden. Die schlechten Wohnverhältnisse Ende des 19. Jahrhunderts waren Anstoß für die Entstehung und Entwicklung von Wohnungsgenossenschaften. Seither sichern sie stabile Mietstrukturen ohne Spekulationen, schützen vor Ausnutzung und Kündigung. Wohnungsgenossenschaften haben nicht die Absicht, einen Gewinn zu erzielen. Sie wollen auf Augenhöhe über Verwendung und Überschüsse entscheiden. Denn durch Genossenschaften wie diese werden wirtschaftliche Existenzen, soziale und kulturelle Projekte möglich, die unter anderen Umständen nicht realisierbar wären. Genossenschaften sind parteipolitisch und religiös ungebunden und damit in nahezu allen Bereichen des Alltags vertreten. Mit dem der Energien sind Genossenschaften nun auch in der Zukunft angekommen. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag, um innerhalb der Gesellschaft die Motivation für eine Energiewende zu steigern.
Vor allem dort, wo hohe Eigeninitiativen mit Investitionen einhergehen, wird der genossenschaftliche Gedanke besonders spürbar. Die meisten Menschen kennen das ja von D'Artagnan. Einer für alle, alle für einen. Aber für uns hier ist das wirklich anders. Wir kennen das von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Und ich glaube, letztendlich, das ist wirklich der Grund. Wir fragen die Menschen hier und sagen, wir haben die und die Projektidee. Wir wollen den Strom für uns hier selber machen und für andere erneuerbare Energien. Der Zuspruch, ich kann es nur so erklären. Es ist wirklich so, dass die Menschen dann sagen, genau, das schaffen wir. Durch Kompromissbereitschaft und Engagement wird ein gemeinsames Ziel realisiert. Der kulturelle Kern der Genossenschaftsidee ist die Möglichkeit der Organisation von gesellschaftlichen Interessen. Darum spielt die Genossenschaftsidee nicht nur in Deutschland eine große Rolle. Zahlreiche Länder der Welt haben die Genossenschaftsidee erfolgreich übernommen. Mit angepassten rechtlichen Rahmenbedingungen treiben sie mit dem genossenschaftlichen Gedanken die Entwicklung im eigenen Land voran. Um auf die weltweite Bedeutung der Genossenschaften aufmerksam zu machen, erklärte die UNO 2012 zum Jahr der Genossenschaften. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern geben genossenschaftliche Institutionen benachteiligten Menschen wirtschaftlichen und sozialen Halt und bieten darüber hinaus gute emanzipatorische Möglichkeiten. Die Kulturform der Genossenschaften hat bis heute eine hohe Bedeutung für den Alltag. In Deutschland und weltweit. Sie reicht von der Windenergie bis zum Kaffeeanbau und von ersten ökonomischen Erfahrungen in Schülergenossenschaften bis hin zur Absicherung im hohen Alter in einer Seniorenwohnanlage. Mit ihren Grundprinzipien Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung können Genossenschaften wie kaum eine andere kulturelle Ausdrucksform soziale mit wirtschaftlicher Entwicklung in Einklang bringen. Sie ermöglichen die Organisation von Interessen, verhindern Ausgrenzung und Ausbeutung, fördern Stabilität, Sicherheit und Kontinuität. Die genossenschaftliche Praxis hat sich ungemein wandlungs- und anpassungsfähig an aktuelle Herausforderungen gezeigt. Genossenschaften unterstützen so auch die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Gemeinwesens. Es geht in der genossenschaftlichen Praxis um konkretes, handfestes Engagement. Der Zusammenhalt, den Genossenschaften mit ihrer großen Mitgliederzahl vorleben, prägt unsere Gesellschaft positiv. Eine Genossenschaft ist eine Gemeinschaft, in der alle Gewinner sind, getreu dem Motto, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.